Am Mittwochabend findet in der Sky Alps Hockey League das zweite Playoff-Halbfinale statt. Im ersten Spiel sorgte Altmeister Cortina für eine handfeste Überraschung und bezwang Italienmeister Ritten in Klobenstein mit 4:2 Toren. Nach dem Viertelfinal-Swip gegen den HC Pustertal gewann der Außenseiter somit auch auf dem Ritten und könnte morgen im Olympiastadion mit einem weiteren Heimsieg bereits einen riesengroßen Schritt Richtung Endspiel machen. 3 Siege braucht es, um ins Finale aufzusteigen. Ritten steht hingegen mit dem Rücken zur Wand, muss unbedingt gewinnen. Kapitän Christian Bogatello ist aber zuversichtlich. Das ist ein absolut zu respektieren, Top-Mannschaft. Sie sind Mitte von der Saison sind sie brutal gut geworden und allebei besser. Ich glaube, guter Job von Trainer, guter Spieler zwischen Ausländern und Einheimischen. Und wie gesagt, Cortina ist einfach eine Playoff-Mannschaft. In allen Jahren, wo sie jetzt gespielt haben, Cortina ist eine Playoff-Mannschaft. Da ist allem hart zu gewinnen. Deswegen, wir müssen unser Special auf den Eis lassen und dann schauen wir, wie es geht. Bogatello kritisiert den heurigen Playoff-Modus mit nur 2 Spielen in der Woche. Besonders für stärkere Teams sei das ein großer Nachteil. Playoff ist Playoff. Auf der ganzen Welt spielen sie 3-mal in der Woche. Und das habe ich absolut nicht verstanden. Und ich hoffe, dass jemand da etwas sagt, weil wenn es nächstes Jahr so ist, ist es nicht lustig, Playoff mit 2 Spielen in der Woche zu machen. Du hast so viel Zeit zu erholen, dass du kannst schon alles lassen auf nice Checks machen und Dinge, aber die haben wieder 4 Tage sich zu erholen. Deswegen jetzt spielen wir wieder am Mittwoch. Nein, ich sage, das ist der Modus, den ich verstehe nicht. Im zweiten Halbfinale steht sich Asiago Tiesenice gegenüber. Asiago eröffnete am Samstag die Serie mit einem souveränen 5:1 Heimsieg und will morgen in Slowenien den Erfolgslauf fortsetzen. In Spiel 1 traf für Asiago auch der Südtiroler Andreas Lutz zum 2:0 Zwischenstand. Dann gab er dem ehemaligen Pusterer Giulio Scandella auch noch den Pass zum 4:0. Das Spiel in Jesenice beginnt am Mittwoch um 18:30 Uhr. 2 Stunden später empfängt Cortina die Rittnerburm.